So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 115. Folge von Forza Horizon. Und heute fahren wir den 1999, also noch knapp vor der Jahrtausendwende, gebauten Mitsubishi Lancer Evolution VI, oder also römisch, also die sechste Variante des Lancer Evolution. Das ist ein Fahrzeug, ein Retro-Rallye-Fahrzeug im Spiel. Also ist auch schon mittlerweile 18 Jahre alt, aber immer noch ein richtig geiles Auto, wie ich finde. Auch man sieht schön, ja, sieht nett aus. Und ist so auf jeden Fall ein. So mehr oder weniger der Hauptkonkurrent vom Subaru Impreza. Oder halt auch als Version der WRX STI. Als fast gleichrangige Version. So beides viertürige Limousinen mit Allradantrieb, Vierzylinder Turbomotor. Also die Wagen, die ähneln sich wirklich sehr. Und das ist halt schon nicht die neueste Generation. Die neueste Generation ist die 10 oder zumindest der Evo 10 als Evolution. Der ist schon etwas älter, aber trotzdem nicht weniger geil. So. Das ist, der sieht auch echt nicht schlecht aus. Doch hinten eine dicke Theke. Weil dicke Theken mag ich sehr gerne. Sieht ein wenig gewöhnungsbedürftig aus, aber ich finde es geil. Also ich mag den Evo 6 wirklich sehr. Ich würde sogar sagen, einer meiner Lieblings-Evos, wenn nicht sogar der Lieblings-Evo. So, wir machen mal ein Offroad-Fahrwerk rein. Ausnahmsweise mal. So, an sich, der Wagen hat 280 PS. Was ein Vierzylinder-Turbo-Reihenmotor. Also schon ordentlich die Basis. Und der wiegt auch nicht viel, trotz Allradantrieb. Der wiegt nämlich nur 1,2 oder halt vorher auch vielleicht noch, also 1,3 Tonnen. Das ist, finde ich, nicht viel. Für so ein, ich sag mal, noch großes Auto. Für eine viertürige Limousine. Mit so einem, ich sag mal, leistungsstarken Motor, Allradantrieb, das ist nicht viel. Nicht geil. Oder geht noch weniger. Wir kommen sogar. Oh, okay, unter 1000 Kilo kommen wir wahrscheinlich nicht, aber das ist schon mal relativ nah dran. Heute geht es mal nicht ganz so schnell vor wie in den letzten Folgen. Da sind wir gefahren, ich glaube, in der letzten Folge war es ja der Hellcat, dann der Mercedes, vor der Aston. Es waren ja alles drei Fahrzeuge auf S1. Davor aber halt nur noch der Alfa Romeo 4C, noch halbwegs normal auf A-Klasse. Der Wagen ist, denke ich mal, noch ein wenig normaler. Also nicht ganz so krank, weil ein 4C ist auch noch richtig krass, finde ich. Ist aber natürlich ein Renngetriebe, braucht man immer gerne. Genau wie eine. Den Antriebswerk, wir sind schon auf A-Klasse, okay. Ich denke mal, so Mitte A-Klasse werden wir so ungefähr sein. Oder wäre jetzt so mein Ziel. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Wir gucken erstmal, da können wir auch was ändern. So. Wir können noch so ein, ja, Preisschutz vorne aufmachen. Sieht scheiße aus. Dann, okay, was wird da geändert? Ach so. Da sind diese, sind das die Nivea-Scheinwerfer? Sind die da aufgemacht? Aber nur auf einer Seite. Dann haben wir noch was von so einer Art Tuning-Schürze und Forza. Ich würde lassen wir eigentlich so. So, spoilertechnisch. Alter, da ist eine Auswahl. So, wir haben hier einen ziemlich kleinen Spoiler. Einen größeren Spoiler, der aber hässlich ist. Dann noch hier oben so ein Rad drauf. So ein Ersatzrad. Warum auch immer das gelb ist. Weil die Felgen, die sind nämlich logischerweise nicht gelb. Naja, so, dann noch von Jun eine viel zu große Theke. Dann noch von Varis auch eine viel zu große Theke. Einfach vor seine Forza-Spoiler und den Spoiler abmachen. Lassen wir auch so. Weil der Spoiler sah ziemlich geil aus. So, wir können auch hier. Genau, diese Dinger dran machen. Ich weiß immer noch nicht, wie die heißen. Hab die schon locker an 10 Autos rangeklatscht, diese Dinger hinten in den Reifen. Ich weiß noch nicht, wie die heißen. Die sehen irgendwie so Rallye-mäßig aus. Deswegen nehme ich die. So, motortechnisch auch wieder eine Auswahl. Meine Güte. So, wir haben da vorne auch so Dinger. Aha, uninteressant. Okay, nur Hütze oben auf dem Dach. Okay, so Leuchten vorne. Das finde ich macht schon ein wenig mehr Sinn. Dann. Achso, da oben auch die Hutze drauf. Dann. Okay, das. Und. Das ist eine Carbon-Motorhaube, kann das sein? Sieht auch geil aus. Also die Leuchten vorne, die finde ich an sich jetzt mal nicht so schlecht. Ich find die passen auch bei dem Wagen. Oder schon die Theke hinten so riesig ist. Ich frage mich, Mittagsspoiler oder ohne? Wir machen einfach mal mit, ne? So, hier geht wahrscheinlich nichts besonders Gutes. Motor wechseln, ja. Da geht rein ein Turbo-Rallye-Motor und ein V8. Das kann so knicken. Auto wechseln macht auch keinen Sinn. Weil Allradantrieb ist doch voll gut eigentlich. Warum soll man den wechseln? So Reifbreite. Ich sagen, ein bisschen breiter geht noch. 265er, ja. Machen wir mal sowohl vorne, das ist ein bisschen breit. Machen vorne 245er. Reifen werden wir, glaube ich, nicht ändern. Aber die Felgen, ich weiß nicht. An sich, die gefallen mir gut, aber vielleicht noch so wie so Rallye-mäßige Felgen. Ich meine, von BBS.
Nee. Aber sich von den Serienfelgen auch wirklich nicht schlecht. Die würde ich auch nehmen bei dem Wagen. Wenn ich mir den kaufen würde. Mir ist allerdings noch ein wenig zu alt. Es ist bestimmt ein gutes Auto, keine Frage, aber ständig eher so auf neue Autos. Und da heißt für mich eigentlich so auf jeden Fall 2010 oder jünger. Das ist schon für mich etwas älter. Es gibt noch coole Alter, das ich mir holen würde, aber das wäre jetzt nicht darunter. Ist auch cool, aber ja, naja. Ich finde die Felgen irgendwie geil. Die Team Dynamics Racing Pro Race One. Ich mag die einfach. So größer machen, machen wir die, glaube ich, gar nicht. Wir haben drauf 17 Zöller. Nee, nee, das lassen wir so. Das wird da. Achso, Motorleistung. Wir haben jetzt 209 kW und 407 Newtonmeter auf gut 1,1 Tonnen. Das ist sehr viel. Und wir brauchen hier noch den Auspuff und noch eine Schonscheibe. Dann lassen wir das auch mal so. Das sollte erstmal reichen. Ich meine, der hat jetzt auch schon genug Leistung. Der hat ja über 300 PS. Das ist schon sehr viel. Und dennoch hier auf losem Untergrund, also auf welchen Fahrtwegen. Das könnte, glaube ich, lustig werden. Achso, warte mal, was gibt's denn da eigentlich? Achso. Naja, das gefällt mir jetzt persönlich nicht so. Ich finde den Spoiler, mir erst jetzt noch überkippt. Ich finde den Spoiler, Alter. Ich finde den mega hässlich. Der ist so viel geiler, viel kantiger, viel. Er ist einfach geiler. Nee. So, designtechnisch gibt es bestimmt Designs aus dem Motorsport, also aus der Rallye. Ich weiß nicht genau, wo der angetreten ist. Das sieht aber schon mal nicht nach Rallye aus. So, gucken wir mal hier. Gibt es auch so, ich sag mal, mehr oder weniger so Drifter, so Tuner-Designs. Der Police auf jeden Fall nicht. Die Forza Police. Konga Tech. Das sieht alles ziemlich bescheiden aus. Deswegen, ich gebe einfach mal Rallye ein. Und guck mal, was er mir da ausspuckt. So. Mal schauen. Ich habe mir da irgendwie so ein rotes Design, was also was so oben rot ist und unten so ein bisschen weiß. Ich weiß zwar nicht gerade, wie das hieß, oder. Auf jeden Fall als Sponsor Marlboro. Also Zigarettenhersteller. Nee. Ja, das ist auf jeden Fall Rally. Wer kennt es nicht? Nee. Ja, das geht so in die Richtung. Ich glaube ganz genau, das ist es nicht, aber wenn, dann würde ich es aber trotzdem nehmen. Welche Designs nachbauen mag ich eigentlich nicht. Das wäre einfach zur Zeit auch. Ich mache lieber Designs, wo ich aber selber Ideen entwickle. Alter, die Felgen, ne? What the fuck? Sie macht ein Ready-Design, aber so ein richtig harte Tuner-Felgen. Ja, dieses Design war das hier. Wenn ich nur wüsste, wie diese Lackierung heißt. Ich würde sagen, die erste, die vorhin, wo war die? Die hat mir doch eigentlich ganz gut gefallen. Ob das realistisch ist, kann ich euch leider nicht sagen. Die sieht aber zumindest ähnlich aus, so wie ich das vorhin gesehen habe. Ich war nämlich noch mal kurz bei Wikipedia. Wollte kurz was nachgucken bei dem Wagen, wo ich mir nicht sicher war. Gespeichert, dauert gerade ein bisschen länger. Denn ich bin gerade noch am Hochladen. So, gucken wir uns den an hier. Vorne auch wie Marlboro. Ja, das gefällt mir schon mal. Ist natürlich nichts mega überkrasses. Aber sah das so aus? Ich weiß das halt nicht genau. Aber. Ne, wir nehmen mal das andere, was da vorne noch war. So, da will ich wieder suchen, das eingeben. So, nochmal ready. Nein, 2L Fabian, nicht nur 1L, nicht Rally. Macht keinen Sinn. Naja, egal. Wie eine sehr kurze Ladezeit bei meinem Bambus-Internet. Das ist eh schon eine Bambusleitung, die ich habe, aber dennoch, wenn ich gerade hochlade, dann ist die auch wieder quasi komplett belegt hier durch mich. Also eigentlich wie immer.
Weil hier im Haus bin ich mit der Abstand größte Internetnutzer, denke ich mal. Ich meine, mein Vater ist auch viel im Internet, aber ich denke mal, bei weitem nicht so viel wie ich. Ich meine, allein schon wegen YouTube ist es halt mega viel, welche Videos hochlade. Wo war das? Genau das hier. Das ist auch nicht. Das sah ein bisschen besser aus. Ich mag das irgendwie mehr. Ich meine, die Felgen, die sind Geschmackssache. Das ist irgendwie so ein bisschen unpassend. Hätte Ready Design, aber irgendwie so Tuner-Felgen. Das ist nicht so ganz. Aber wenn es ihm gefällt, ich muss ja die Felgen nicht übernehmen. Ich habe ja dafür meine Felgen. Ich bin mal gespannt, wie er die Felgen lackiert hat. Ob die jetzt ob die in der Serie schwarz waren oder ob er die irgendwie schwarz gemacht hat. Weil ich glaube, die waren sogar in der Serie schwarz. So, gucken wir mal. Ja, das sieht doch schon ein wenig besser aus. Was besser gemacht sieht das zumindest aus. Ja, das gefällt mir besser. Das sieht geil aus. Würde ich sagen, gehen wir mal nach draußen und formen mal den Karren. So, da ist das gute Stück hier. Ja. Nicht ganz, was ich mir vorgestellt habe, aber geht auf jeden Fall sehr gut in die Richtung, so wie ich das meine. So. Turbolader. Also das Sound weiß ich, aber man hört ihn noch gut. Turbogeräusch ist geil. Am Schalten. Das mag ich. Dann gucken wir mal kurz, was braucht denn der so auf 100, der Kollege? Oh. 3,7 Sekunden. Das ist ja nichts. Das lassen wir alles eigentlich so. Beim Allrad, da können wir ruhig mal. Aber 60, 40 gehen. Getriebe kann wahrscheinlich relativ kurz. Sollten schon unsere Gänge eigentlich soweit ausfahren. Also, dass unser Topspeed auch im sechsten Gang erreicht wird. Also, so würde das wahrscheinlich aussehen. Wenn ich den auf 90 mache. Machen wir mal so. Alles hier ein bisschen kurzer. Kurva. Zack, passt erstmal. Kannst du immer noch ändern. Oh, das ist geil. Das Sound ist geil, ne? Ich bin ja wie gesagt nicht der große Vierzylinder-Fan. Aber das ist wirklich für einen Vierzylinder, ist das ordentlich so. Hier versuch mal kurz den Wagen zu beschleunigen. Das sollte ja dank Allrad eigentlich kein großes Problemchen sein. So. Alter. Der marschiert. Ja, das ist schon ordentlich. Bremsen. Ja, gut. Weiß nicht ganz so gut. Ja, aber da kann man drüber wegsehen, glaube ich. Der Bremsverlierer. So, wir fahren mal zwei kleine Rennen, würde ich sagen. Nun ist natürlich die Frage, welche Strecke wir nehmen. Ich habe ja mittlerweile auch alle Meisterschaften abgeschlossen, die hier so waren. Ich mache mal kurz alles aus und gehe mal nur auf Strecken. Das können wir auf jeden Fall machen. Da fahren wir zuerst hin. Du Sieht nett kannst aus. hier die erste Ausfahrt nehmen. So. Innenraum natürlich ein Sonst Rechtslenker, ist halt ein mechanisches Japaner. Rechts abbiegen. Tacho geht auch, glaube ich, gerade, wie ich Vorsicht, sehe, Vorsicht. nur bis 180. Für Japaner aus dieser Zeit vor allem auch sehr typisch. Da haben sich, glaube ich, die Hersteller freiwillig darauf beschränkt oder geeinigt, dass man die Autos auf diese Geschwindigkeit beschränkt, weil das, keine Ahnung, vielleicht sicher ist oder so. Weil ich glaube, Deutschland ist auch das einzige Land auf der Welt, wo man auf Autobahnen, wo es unbegrenzt, also wo es keine Beschränkung ist, wo man so schnell fahren darf, wie man möchte. Also ich wüsste kein anderes Land, wo man das auch darf. Eigentlich ist es überall begrenzt, wird auch, glaube ich, auch, vor allem auch in vielen Ländern, weiß ich, in Nordeuropa, also auch so Norwegen, Schweden, Dänemark,
Also wird das, glaube ich, auch ziemlich hart bestraft, wenn man viel zu schnell fährt. Oder an sich zu schnell fährt. Da wird Deutschland, glaube ich, noch ganz gut ran. Ich wurde noch nie geblitzt oder so, das wollte ich jetzt nicht. Oder irgendwie nach Strafe zahlen müssen. Ich bin bisher straffrei davon gekommen. Wäre auch nicht viel gefahren, aber trotzdem. Meine Nase, okay. Die ganze Zeit. Ich denke mal, wir können auch hier in Deutschland noch teilweise ganz froh sein. Oder dass wir für manche Sachen nicht in den Knast müssen oder so. Mal für so einen Tag, für so einen Tag oder eine Woche. Wäre ja auch nicht so geil. Wird es geblitzt oder so? Oder wird es kontrolliert? Ja, sie waren jetzt, weiß ich, 40 zu schnell. Dann geht es jetzt einfach mal heute Nacht in den Knast. Kommt jetzt auch nicht so gut, ne? Glaube ich, keiner Bock drauf. Macht sich auch nicht so super, wenn man, weiß ich, gerade arbeiten geht oder eigentlich zur Schule müsste oder wo auch immer hin müsste. Ja, braucht man entweder eine gute Ausrede, natürlich soll man nicht lügen, aber das kommt nicht so gut. Wenn man sagt, ich muss mal kurz für einen Tag in den Knast. Aber ich denke, es trifft auch Ausländer vielleicht nicht ganz so hart. Dass sie direkt wie da bleiben müssen oder so. Dass sie vielleicht auch ihre Strafe hier absitzen können. Wenn das so sein sollte. So nach, was ich ins Gefängnis muss für einen Tag. Oder halt eine saftige Geldstrafe. Entweder nach Tagessätzen oder halt wirklich auch nur zack hier. Was ich 1000 Euro oder so auf den Tisch und fertig. Da kannst du weiterfahren. Aber am besten keine Strafen begehen. Dann hat man sowas erst gar nichts zu tun. Natürlich, das kann man nicht immer. Also, man kann das auch sagen, ja, ich fahre nicht so schnell oder ich halt im Abstand oder das und das. Ja, aber das. Es kann auch mal passieren. Man irgendwie heran und zack, wird man geblitzt, was ich 20, 30 zu schnell. Und ein bisschen geträumt hat vielleicht oder aus welchen Gründen auch immer. Und dann, ja, dann hast du den Salat. Da auch ein tolles Blitzerfoto. Kannst du dir an die Wand hängen oder so. Als Urlaubsfoto, als Erinnerung für die Rückfahrt. Wäre auch was, ne? Sind 7,6, also mit der Heider, das passt eigentlich. Erstellen und go. So, natürlich hier den Evo. Ich kann auch nehmen den Lancia Delta fährt mit. Okay, den 2020B, also so Subis. Toyota Celica GT Force. Aber als Hauptkonkurrent Subis, ich denke mal so auch so in die Richtung 22 BSTi. Ist, glaube ich, so eigentlich so der Konkurrent. Der mehr oder weniger zeitgleich so bei Subaru rauskam. Ich glaube, der war ein bisschen früher, der 22B. Der war, glaube ich, sogar eher so Anfang 90er. Naja, egal. Lieber fahren, anstatt nur dumm reden. Aber das kann ich auch ziemlich gut. Also, das dumme Reden. Fahren ja nicht so. So. Bitch. Alter. Oh, geht nicht schlecht ab. Vor mir ein Delta und ein, ist das Legacy? Das war ein Legacy S, oder ist ein Legacy S vor mir. So, ja. Wurde ganz gut genommen. Zumindest besser als der weiße Subaru. Oh, rechtzeitig bremsen. Welche Strecke ist das? Bin ich auch schon mal öfters gefahren, auch glaube ich im Let's Play eher weniger, wenn nicht sogar gar nicht. Ich weiß jetzt kein Auto, womit ich hier lang gefahren bin. Aber auf jeden Fall war das im Multiplayer so. Da bin ich mit dem Audi Sport Quattro, ich glaube, welche Stufe sind das? Ist das E2 oder so? Also Pikes Peak auf jeden Fall von Walter Röhrl. Bin ich mit dem hier lang gebreddert. Auf S1. Jetzt ist es nur A-Klasse, aber das ist aber trotzdem nicht gerade unbedingt viel einfacher. Man muss sich auch ziemlich hart konzentrieren. Weil die Strecke, die hat echt fiese Abschnitte und fiese Kurven. Aber bis jetzt sieht es doch ganz gut aus. Ja. Sagt ja, der gerade einen Zaun gerammt hat. Das war naja, ein bisschen rumgerutscht. Aber der Ewa schlägt sich hier ganz gut, ne? Gefällt mir. Ja, das Wasser. Gott. Ist auch ganz gut. So. Ah, wieder Gang. Ah, wer ist denn hinter mir? Ich glaube, Subi, ne? Weil der war blau. Ja, das muss. Wirklich, ich meine, die Baus sind, da sind uns echt viele blaue. Zumindest bei den, Top-Version bei der Firma Andresa. Bei WXSTIs oder so, da sind echt viele blau.
bisher gesehen habe. Waren nicht viele, aber die waren eigentlich alle blau. Das ist so ein bisschen auch so eine mehr oder weniger typische Subaru-Farbe, finde ich. So ein bisschen wie Ferrari-Rot. Ist natürlich nicht ganz so krass. Aber für mich heißt irgendwie so blau bei so einem Radios, das ist irgendwie so ein Subaru. So, hier ein bisschen nicht ins Wasser fahren. Naja, war nicht so weit zumindest. Oh ja, yeah. Bis jetzt auch halbwegs. Ja, ich wollte gerade sagen, halbwegs fehlerfrei. Und währenddessen mache ich gerade einen Fehler. Weil die Kurve, die ist echt wie ein bisschen assi. Schalt mal eine 5 schon. Ja. Ist jetzt aber ganz gut gemeistert hier. Zack. Oh, oh. Hallöchen, mein Bäumchen. Schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, also hier, wenn du hier irgendwo irgendwie gegen Baum springst, dann hast du direkt verkackt. Das ist direkt, ich meine, so auch noch so kurz vor Schluss. Das muss schon ziemlich bitter sein. Das ist sicherlich nicht gerade witzig. Das ganze Rennen ja dann noch halbwegs gut gefahren und dann, zack, weiß ich, in den letzten 10% auch so einen ärgerlichen Fehler. Ja. Ich würde mal sagen, das war relativ problemlos. Das war ein, genau, ein 22 BSTI, danach ein Chilica GT4, Delta, Chilica Subi oder auch ein Ford Escort. Nice. Ein Legacy. Ja. Und viel mehr ist auch gar nicht mitgefahren. Und wieder mal, leider aus dem Pixar Club auf dem Podest. So hört sich das. Ist halt der beste Club. Auch ganz gut Geld hier, 17.000. Da kann ich definitiv mit leben. Und 11.000 CP auf jeden Fall. Auch sogar ein Heelspin. Na Mensch. So, gewinnt können wir die Corvette ZR1. Das ist die C3, ich glaube schon. Und die gewinnt 100.000. Die nehme ich auch ganz ehrlich gesagt lieber. Wir sind schon bei 22 Minuten, aber ich würde sagen, doch ein Rennen geht noch. Ja, wir machen jetzt hier mit dem Auto 2 Rennen. Damit sich keiner benachteiligt fühlen muss. Oder bevorzugt. So, und natürlich wieder ein Offroad-Rennen. Das wäre ganz nett. Dschungelküste Fahrt. Komm. Ich teleportiere mich jetzt mal dahin und dann fahren wir das Rennen nochmal kurz. Gesamtannahmen fast 100 Millionen. Läuft. Und davon fast 30 Millionen auf dem Konto. Denn ich war gestern wieder im Auktionshaus shoppen. Hab mir unter anderem geholt, ich glaube, einen Aston Martin 177, einen Maserati MC12, einen BMW M1. Was noch alles? Weiß gar nicht. War auf jeden Fall nicht ganz günstig, so Nachmittag. Ne, Sonnenaufgang passt. Nehme ich mal. Das war nicht ganz billig. Ich wollte noch haben einen Reventon, war aber zu teuer. Ich wollte haben einen Lamborghini Miura, war auch zu teuer. Ich würde haben einen Ferrari 250 California, war nicht drinne. Und noch einen McLaren F1 GTR, war auch zu teuer. Naja. Das zweite Rennen hier. Noch ein wenig dunkel, aber wieder gleich heller. Ich habe Start abgehe, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, der war eigentlich auch Allrad. Der Escort weiß ich nicht, ob der Allrad hat. Aber eigentlich sollten die alle relativ gleich sein. Naja, direkt auf ersten Platz gesprungen, wortwörtlich. Ich weiß, der Witz war schlecht. Aber das kennt ihr ja nur von mir. Schlechte Witze. Gute kann ich ja nicht. So, ja, ich weiß ja. Hier steigert sich eigentlich ganz gut. War halt am besten noch mit noch, ich sag mal, langsamen Autos. Oder relativ langsam. Wenn ich mich mit S2 so lang prügeln, muss das nicht so unbedingt sein. Das stelle ich mir ziemlich stressig vor. Würde ich auch nicht gerne machen. Ja. Die Premium-Kurve. Und geile Strecke, finde ich. Bin ja auch bisher nicht so oft gefahren. Aber wieder ein wenig mehr Abwechslung bei den Strecken. Und nicht immer nur die gleichen. Komm rum. So. Weil der Job macht er irgendwo wunderbar. Ich würde sagen, der Lancer Evolution ist auf jeden Fall mein Lieblingswagen von Mitsubishi. Ich meine, den Eclipse finde ich auch noch ganz cool. Das
gibt's noch bei Mitsubishi, was ich da gut finde? Der Lancer, den Eclipse. Und so viel kenne ich bei Mitsubishi auch gar nicht. Das sind Autos, die es jetzt 1000 Modelle gibt oder so, die ich da kenne oder die ich mag. Tatsächlich der so Japaner Freak oder so. Weil er hat eher so, was ich auf irgendwelche klassischen Modelle, was ich hier Skyline oder so, Toyota Super. Jetzt weiß ich hier Evo oder Lancer. Jetzt ist sowas noch, ich sag mal, ein wenig extravaganteres. Aber auch Evo auch ein richtig geiles Teil. Ja, auch ein ziemlich gutes hier. Trotz der Fehler bin ich jetzt hier eigentlich Easy Esther geworden. Das kann gerne jede Folge so laufen. So, auf dem zweiten ein Lancia Delta. Auch ein nettes Auto, bin ich auch im Let's Play gefahren. Ich glaube, war das in den 60er-Folgen? Ich weiß gar nicht. Schon so lange her, meine Güte. Ja, das Let's Play läuft ja schon mittlerweile, ich glaube, wenn die Folge rauskommt, 7 Monate? Weiß gar nicht. Ich nehme gerade immer noch weit im Voraus auf, denn heute ist der 5. April. 6000 CP, naja, ist nicht so viel. Und gut, muss ich mit leben. Also ich denke mal, es wird dann ungefähr so 7 Monate her sein. Die Folge müsste entweder Ende April oder irgendwie so im Mai kommen. Habe ich ja gar nicht ausgerechnet. Dazu auch, ja. Dann gehe ich mal in den Drohnenmodus. Dann gucken wir uns nochmal dieses wunderschöne Teil an. Dann war es das auch für heute schon wieder. Es tut mir furchtbar leid, aber ich könnte auch mit dem Auto noch weiterfahren. Noch eine Stunde, vielleicht sogar da zwei. Aber das würde die Folge ein wenig sprengen. Und die Hochladezeit sowieso. Weil allein diese Folge wird, schätze ich mal, 6 bis 8 Stunden wieder hochladen. Deswegen jetzt auch eine Folge machen, die eine Stunde geht oder länger. Das wäre erstens, das schauen sich die wenigsten an. Und zweitens, das dauert viel zu lange. Da brauche ich allein für eine Folge zum Hochladen vielleicht einen ganzen Tag. Und darauf habe ich keine Lust. Naja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen. Wieder mit einem anderen Auto. Ob es schneller wird, kann ich euch noch gar nicht sagen. Ich glaube aber, wenn es schneller wird, nicht unbedingt viel schneller. Und da würde ich sagen, danke, dass du mir das Bild fährst. Ich bin raus und ciao.